Hallo alle miteinander, hier ist wieder Chibi, Kanalmeister mit einem Let's Remember Video von Mighty Max. Ja, und leider kann ich das wohl nicht ganz so ausführlich machen wie mein He-Man Video, weil von He-Man hatte ich doch ein paar mehr Sachen. Und als Follow-up sozusagen nochmal für He-Man kann ich noch ein bisschen über meine Lieblingsfiguren eigentlich in dem Spiel reden. So, das ist dann quasi jetzt ein kleines Follow-up. Und zwar war eine meiner ersten Figuren, die ich auch tatsächlich auch noch komplett habe, ist Redlaw. Redlaw gehört zu den Echsenmenschen, zu einer Truppe von King Hiss Leuten, und King Hiss war im Grunde genommen derjenige, der vor Skeletor Snake Mountain besetzt hat, was bei den Echsenmenschen auch besser passt, weil das sind ja Schlangenmenschen in dem Sinn, und deshalb passt Snake Mountain natürlich besser. Und Redlaw war eine der ersten Figuren, die ich damals, glaube ich, noch zu Weihnachten irgendwann mal bekommen habe. Und Redlaw hat einen Rasselschwanz, man hört es. Ich glaube, das ist gar nicht mal in seinem Schwanz tatsächlich drin, sondern in seinem Körper irgendwo drin. Ja, ist halt eine Klapperschlange, ein Klapperschlangenmann. Er hat so einen Stab wie von den Medizinern im Grunde genommen. So eine Schlange, die sich um einen Stab wickelt. Er ist vielleicht ein Heiler. In der neuen Serie ist er der General. Er hat tatsächlich ein bisschen mehr Charakter bekommen. In der Serie taucht er nie wirklich auf, bloß glaube ich in so einem Special. Was ich persönlich dann natürlich schade fand. Aber es gehörte schon zu der Endline von He-Man. Und er konnte das hier machen. Er konnte seinen Kopf so rausspringen lassen. Und das funktioniert immer noch. Muss natürlich die richtige Stelle erwischen. Hinten, er hatte noch so einen Gummischwanz, hatte er, und hinten ist dann halt so ein kleiner Knopf, auf den man draufdrücken konnte. Und dann springt der Kopf halt so raus. Wie eine Klapperschlange greift er halt spontan an. Ja. Und der Comic war eine Kombination. War ja auch immer ein Comic dabei. Und bei Redlaw war es ein Kombinationscomic mit Tung Lassor. Und das war im Grunde genommen ein Froschmann, der zumindest im Comic mit seiner Zunge He-Man versteinern konnte, oder ein paar Typen in dem Comic auf jeden Fall. Auf jeden Fall arbeiten Redlaw und Tung Lassor, oder ich glaube, er hieß so, arbeiteten da zusammen. Und Redlaw war derjenige, war eigentlich schon da, der schweigsame, muskulöse Typ eigentlich. Der hat nicht so viel gesagt wie Tung Lassor, das war mehr derjenige, der die treibende Kraft hinter allem war und selber zum König werden wollte anstelle von King Hiss. Und King Hiss und Skeletor arbeiten manchmal zusammen, aber im Großen und Ganzen die großen Antagonisten King Hiss, Skeletor und dann Hordak aus She-Ra arbeiten nicht so gerne zusammen, aber Skeletor musste das ein bisschen mit King Hiss. King Hiss war eigentlich, glaube ich, sogar mächtiger als Skeletor noch selber. Und King Hiss wollte natürlich seinen Snake Mountain zurückhaben, und Skeletor fand das natürlich gar nicht so toll. Ich weiß gar nicht, wie sie ihn dann vertrieben haben oder was auch immer, Skeletor, aber auf jeden Fall ist das halt die Geschichte, dass es halt die Echsenmenschen gab. Das war dann eine komplett neue Reihe von Figuren, die alle das Echsen-Thema hatten. Cobra Kai gehörte auch dazu, und den gab es ja schon vorher, bevor King Hiss zurückgekehrt ist. Und daraus haben sie richtig eine Geschichte gemacht, dass Cobra Kai tatsächlich so eine Art von Verräter war, im Grunde genommen, der sich erstmal wieder mit King Hiss verbünden musste, oder beziehungsweise mal beweisen musste, dass er nicht zu Skeletor gehört, sondern jetzt wieder zu King Hiss. Und da haben sie das noch rückwirkend, retroperspektiv geändert. Ja, aber Redlaw gehörte zu denjenigen, die mit King Hiss dann zurückgekehrt sind. King Hiss war eine interessante Figur, als dass er eigentlich eine Hydra war, die als Mensch dargestellt werden konnte oder menschenähnlich, und der sich dann halt, der hatte zwei Arme, das waren im Grunde Schlangen, und einen Kopf, das war dann auch so eine Schlange, also drei Schlangenköpfe, wie King Ghidra oder wie eine Hydra halt. Oder King Ghidorah, King Ghidra, King Ghidorah, also Godzilla. Ja, fand ich auch immer cool. Und Redlaw, ja, womit mein Liebling, wahrscheinlich, weil es meine erste Figur war, die ich groß hatte. Und ich habe ja so ein Echsen-Thema, habe ich ja generell überall so ein bisschen drin. Und den mochte ich am liebsten. Weil er auch so ein tolles Gimmick hatte, wie ich fand, das immer funktioniert hat. Die Figur ist immer noch funktionabel. Ich habe gut auf sie aufgepasst. Redlaw. Ja, und dann hatte ich noch einen, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe immer nur den Langarm-Typen genannt. Und das war auch so ein Echsenmensch, eigentlich mehr so eine Art Krokodilmensch vom Kopf her. Und der hat halt so lange Arme, wa? Und der hat auch noch so einen Schlangenstab, den habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Und was man mit dem machen konnte, abgesehen davon natürlich, dass man mit seinen langen Armen da irgendwie greifen konnte, man konnte sie verstellen. So, er konnte diesen Arm noch länger machen, als ohnehin hatte er so kurzen Arm. Und da konnte er da quasi variieren, welcher Arm jetzt länger sein sollte. Und schob das einfach hier so in der Mitte so durch.
Und, aber das hier ist eine Standardposition. Da konnte halt Leute so greifen aus der Ferne. Ja, ich weiß gar nicht, wer hieß. Aber der hatte halt auch so ein Emblem vorne drauf auf seinem Brustkorb. Und das war das King Hiss Zeichen. Rattler hat das auch. Allerdings auf seinem Gürtel da unten. Ist das dasselbe? Ich guck gerade. Ja, ist dasselbe. Sieht ein bisschen anders aus, aber gehört halt auch dazu, zu der Truppe. So, das nochmal zu He-Man und zu Snake Mountain. Snake Mountain gehörte ursprünglich King Hiss, ja. Das haben sie dann auch irgendwann etabliert. So, zu Mighty Max. Ja, Mighty Max ist im Grunde genommen Polly Pocket für Jungs. Polly Pocket war ja was für Mädchen. Das waren so kleine, ja, aufklappbare, ja, Muscheln oder Herzen oder irgendwie sowas. Und da hatte man dann kleine Figürchen, die man rum, wo man das Ding dann aufklappen konnte. Und dann hatte man so eine kleine Welt, so ein Haus oder ein Pool oder eine Lagune oder irgendwie sowas. Und da konnte man kleine Figuren, Mädels durch die Gegend schieben. Und dann gab es da irgendwie Delfine dazu oder sowas, je nach Thema der jeweiligen Box, des jeweiligen aufklappbaren Teils. Und das war dann so ein Erfolg, dass man sich gedacht hat, nur was für Mädchen machen, nö, wir machen aber was für Jungs, dann können wir das auch noch abgreifen. Und dann gab es eben Mighty Max. Und Mighty Max, Anfang der 90er, war das so eine Sache, ja, wie Polly Pocket für Jungs. Und das hier ist zum Beispiel einer dieser Köpfe gewesen. Es gab sehr viele verschiedene Köpfe und komischerweise habe ich jetzt nur noch zwei Stück leider gefunden, auch ohne die ganzen Extras, die dabei waren. Deshalb wird es wohl eher kurz oder ich kann nicht so viel dazu dann sagen. Ich war auch nie so ein Mighty Max Fan, wie bei He-Man zum Beispiel, oder hatte nicht so viel davon tatsächlich. Aber das hier ist zum Beispiel einer davon, von diesen Köpfen. Ice Alien. Und jeder Kopf hat halt auch sein eigenes Thema. Die Geschichte ist die, Mighty Max ist ein Junge, der findet ein Cappy. Und dieses Cappy transportiert ihn dann in eine andere Welt. Also setzt er sich auf, andere Welt, schwupp, ist er da. Quasi wie Richard aus dem Reich der Urwesen, nur dass er diesmal nicht in ein Loch fällt, sondern einfach nur ein Cappy aufsetzt. Und er trifft dort auf einen Typen, das ist die Hintergrundgeschichte, die ich auch erstmal nachlesen musste, weil ich wusste das damals gar nicht und hat mich auch nicht wirklich interessiert, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall ist sie auch sehr simpel. Er landet in dieser Welt und findet dort einen Krieger, den es schon länger gibt, den Wächter sozusagen, Norman. Das ist so ein Krieger, der in anderen Geschichten oder der schon länger existiert und auch mal Lancelot, glaube ich, hieß. Also war er der Lancelot der Artus-Saga anscheinend mal zu irgendeinem Zeitpunkt. Und Virgil aus Dantes Inferno, nur diesmal ist er kein Geist, der Dante berät bei seiner Reise in die Höllen, sondern ein Vogel, der so Weisheiten ausspuckt oder Max dann begleitet. Auf seiner Quest, Norman und Virgil, also der Krieger und der Vogel, geben dem Jungen dann die Quest, gegen den Skullmaster zu kämpfen, denn der Junge Max, Mighty Max, ist der Auserwählte, auch wieder wie Richard aus Im Reich der Urwesen. Das ist eine simple Sache mal wieder. Und ja, der Skullmaster ist dann halt der große Antagonist und der hat dann anscheinend einen ganzen Haufen von Untergebenen und jeder von diesen Untergebenen hat dann eine eigene Welt und das wird dann symbolisiert oder dargestellt durch diese Köpfe halt. Wa? Ja, und der Ice, und das war nicht nur Fantasy, es war auch Science Fiction, es gab Raumschiffe, es gab außerirdische Welten, es gab Drachen, es gab so einen Drachenkopf, es gab Schlangenköpfe oder Dinger, die. Es waren nicht immer nur Köpfe, manchmal war es auch wirklich so eine Schlange, die so gekringelt war. Und alles so groß, dass man das in der Hand halten konnte und ja, damit dann spielen konnte. Man konnte dann so einen Kopf aufklappen. Man sieht hier, die waren immer anders gestaltet. Manchmal ging das ineinander über, so was hier sich in diesem Bereich befindet, im unteren Teil mit dem oberen Teil, sodass wenn man das zusammenklappte, gab es dann halt einen Gesamteindruck. Zum Beispiel beim Zyklopen war das so, den wollte ich gerne haben. Wo das Auge in der Mitte ist, wie beim Zyklopen halt üblich. Und wenn man das aufklappte, war das Auge aber allerdings hier unten und das konnte man rausnehmen als eigenständiges Augenmonster oder so. Und dann konnte man damit spielen und Mighty Max dann quasi hier durchbewegen durch diese Welt. Ice Alien hatte hier noch so eine Klappe, das war so eine Plattform, auf der man Mighty Max oder den Antagonisten, der jetzt nicht mehr dabei ist, draufstellen konnte. Es gab immer einen Wächter sozusagen dieser Welt. Und ja, das so sah das dann aus, wa? Hier diese Köpfe, das sind auch so Alien-Köpfe. Die konnte man so ein bisschen bewegen. So als konnte man so ein bisschen drehen, so dass als würde Mighty Max hier durchlaufen müssen durch diese beiden Köpfe, so ein bisschen wie die unendliche Geschichte mit den Sphinxen.
Und ja, das konnte man auch machen. Die lassen sich noch bewegen, die sind ja auch fest, die kann ich nicht verlieren. Ich habe die irgendwie verloren, die Teile. Ich habe wirklich gesucht, aber irgendwie finde ich sie nicht wieder. Das ist das Problem bei solchen Kleinigkeiten, vor allen Dingen Mighty Max. Ich dachte, vielleicht finde ich noch einen Mighty Max, aber nirgends mehr aufzutreiben. Und auch der Antagonist, der hier irgendwo sein müsste, der dann wahrscheinlich hier triumphierend auf der Plattform stand und Mighty Max musste ihn dann irgendwie ausschalten. Ist alles weggekommen. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel eine dieser Welten, der Ice Alien. Und es gab auch immer einen Comic dazu oder auch eine Zeichentrickserie, die ich aber nie gesehen habe. Es gab auch nur wenig Folgen, soweit ich weiß. Aber die wurden auch verwurstet in der Serie tatsächlich. Die habe ich auch nachgelesen, muss ich mir alles wieder anlesen, weil, wie gesagt, ich war nie so... Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen oder ich habe die Sendung immer verpasst, wenn sie dann gelaufen sind. Das war ja immer so eine Sache. Man konnte ja nicht alles auf Video damals aufnehmen. Das war ja nicht so einfach für einen jungen Spund wie mich damals. Und deshalb sind meine Erinnerungen daran ein bisschen rudimentär, sage ich mal. Weil im Grunde genommen fand ich immer nur die Köpfe toll. Die Köpfe und ich bin danach gegangen, was mir optisch am meisten zugesagt hat. Ice Alien noch nicht mal unbedingt, aber das war eine der Sachen, die ich anscheinend nur kriegen konnte. Und deshalb, ja, ich wollte gerne den Drachen, wollte ich unbedingt haben. Die Schlange, den Skorpion. Ich weiß, irgendjemand aus meinem Bekannten- und Freundeskreis hatte den auf jeden Fall. Und das war etwas, den fand ich besonders cool, weil der ist so ein bisschen, da gab es ein bisschen mehr, optische Spielereien auch. Und sah natürlich cool aus, einfach so ein Skorpion. Das war dann nicht nur ein Kopf von einem Skorpion, sondern wirklich so ein Skorpion mit so einem Stachelschwanz. Und da drin war noch ein kleinerer Skorpion, den man rausnehmen konnte. Dann sah das natürlich nicht mehr so aus, weil der Schwanz dann weg war, aber man konnte mit der Figur dann spielen, mit der kleineren Figur, die sich in dem Teil dann befand und die in den Kopf überging. Die heißen übrigens Doom Zones, also Verderbniszonen, in denen Mighty Max dann seine Abenteuer oder eins davon bestreiten musste. Ja. Was gab es noch alles? Es gab hier, der Ice Alien gab es, dann gab es den Doom Dragon, das war der Drache, Ice Alien natürlich, habe ich ja schon gesagt, Skull Dragon, noch ein Drache, Wolfship 7, ich meine, ich hatte auch mal Wolfship 7, das war im Grunde genommen so eine Art von Knochen-Wolfsschädel, aber als Raumschiff, das war ein Raumschiff tatsächlich. Ja, den Skorpion, Zyklopen habe ich auch schon erwähnt und da gab es auch viel mehr, aber das sind so die mir noch im Kopf sind oder die ich gerne haben wollte, aber dann nicht hatte. Ja, und dann gab es neben diesen Doom Zones, für alle, die nicht genug Geld hatten, gab es dann quasi noch kleinere Varianten davon. Einerseits gab es noch die Monster Heads, also Monsterköpfe. Das sind auch eigentlich Monsterköpfe, aber die wurden dann halt nicht so genannt, sondern Doom Zones. Und diese Monster Heads waren dann halt die kleineren Varianten. Da gab es dann auch einen, so ein Monster war da drin. Mighty Max Figur und die waren halt so ein bisschen, die waren auf jeden Fall kleiner, wa? Und da hatte ich auch den Nuke Ranger, weiß ich noch. Ein Lava Beast wollte ich auch gern haben. Unter anderem, weil die auch billiger waren, wa? Da war das war finanziell dann leichter zu beschaffen dann für mich. Aber den hatte ich auch. Und ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Wie gesagt, ich habe bloß noch Ice Alien. Das Thema, was darin verwurstet ist, ist ganz klar The Thing von John Carpenter. Das ist, weil irgendwie in der Serie, Zeichentrickserie habe ich nachgelesen, geht es darum, dass es Außerirdische gibt, die sich verwandeln können in Menschen. Und das ist ja das Thema von The Thing, zumindest dem Remake auf jeden Fall, nicht von dem Originalfilm, aber auch von der Originalgeschichte ist es das Thema, dass niemand weiß, wer das Alien jetzt ist. Und das ist eben, haben sie da verwurstet. Ja, da war das schon Popkultur. Und ich bin ganz froh, dass ich diesen hier noch habe, Arachnoid. Und das ist halt kein Skorpion, aber es ist zumindest eine Spinne. Und den wollte ich auch unbedingt gerne haben, weil das sieht einfach toll aus. Es ist so eine Riesenspinne. Da habe ich quasi meinen Traum erfüllt, dass ich unbedingt irgendwie Riesenspinne, den Band 3 von Im Reich der Urwesen haben wollte. Und wenn ich das nicht bekommen habe, da habe ich zumindest das hier bekommen. Da habe ich zumindest die Spinne von Mighty Max bekommen. Das ist mein irgendwie Riesenspinne jetzt. Und passt natürlich auch wieder in die Hand. Na gut, meine Hand ist jetzt natürlich auch ein bisschen größer geworden. Oh ja, und wenn man das aufklappte, da habe ich tatsächlich noch etwas drin. Kein Mighty Max mehr, aber dafür diese Spinne, die da drin saß und die man so rausnehmen konnte. Und das ist das, was ich meinte, dann sieht das natürlich nicht mehr so aus wie eine Spinne, weil die Beine fehlen, aber die Beine waren ja an diesem Teil dran und das konnte man dann als kleines Monster sozusagen oder kleineres Monster hier rumlaufen lassen. Und so sah das dann von innen aus.
Im Internet gibt es genug Bilder, wo man die mal einmal offen und geschlossen zeigt, wer sich das gerne mal angucken möchte. Und ja, das ist halt das Lager eines Spinnendämons, der auch dazugehörte. Und der war dann hier an dieser Drehtür dahinter. Und da konnte man hier so eine Drehtür drehen. Und ist natürlich auch ein Loch da drin. Also eigentlich kann Mighty Max da so durchgucken und sehen, dass da einer dahinter steht. Aber gut. Ja, und Blut ist auch zu sehen überall so ein bisschen, wa? Gefährlich. Außerdem noch eine Falltür oder ein Spinnennetz passend. Und da ist sogar eine Leiche, ein Skelett ist da. Blutig. Ja, damals war das kein Problem. Damals war das alles cool. Ja, Knochen liegen da rum. Da oben ist auch so eine Art von Laboratorium für den Spinnenmeister. Das war so ein Typ mit vier Armen. Und ja. Und dann eben diese Riesenspinne, die er befehligt hatte. Die setzte man dann hier auf die Falle drauf. Zack. Klappte zu. Und hatte wieder sein Spielset. Konnte man überall mit hinnehmen, wa? Ich weiß nicht, ob das unbedingt so eine Hosentasche gepasst hat. Vielleicht war das die Idee, aber so groß waren meine Hosentaschen dann doch nicht, um das da drin zu halten. Das passte nie so ganz. Deshalb war ich mehr ein Fan von diesen kleineren Monsterheads, weil die passen definitiv in eine Hosentasche. Und da gab es noch kleinere. Die haben das noch kleiner gemacht mal. Und die hießen dann Shrunkenheads, also Schrumpfköpfe. Und die waren noch kleiner. Und da drin befand sich, glaube ich, nur eine Mighty Max-Figur und sonst nichts. Und sonst war das bloß so ein kleines... Man konnte es aufklappen auch, aber es war halt sehr klein und... stellte nur eine Mini-Welt da, sozusagen. Aber die gibt es dann auch. Es gab natürlich auch noch größere Sets. Ein Berg, wie bei Monster by Pocket, wo man die Monsterfiguren reinstellen konnte, so ein Monster Mountain. Aber hier war es dann eben der Skull Mountain. Ich habe es mit meinen Mountains. Snake Mountain, Skull Mountain, Monster Mountain. Das war wohl damals so ein Thema. Und ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen, weil es ist ziemlich warm gerade. Auf dem Dachboden insbesondere. So. Und ja, der Skull Mountain war dann halt so ein Berg, auch zum Aufklappen. Es war so ein Berg, kann man aufklappen, wie Skull Mountain auch für He-Man, aber dann halt in dem Mighty Max Format. Und da war dann auch alles vollgestopft mit irgendwelchen kleineren Sachen, die man halt bewegen konnte. Fallen und Monster und wahrscheinlich auch den großen Skull Master, von dem es in der späteren Version auch einen eigenen Kopf gab. Der war da auch ein bisschen größer als die normalen Doom Zones. Also sie haben da viel variiert so mit dem Thema sozusagen. Von Größen her, von Zonen über Shrunken Heads bis zum großen Playset. Ja. Und das war Anfang der 90er, wa? Da kam das alles so raus. So im Zuge von Polly Pocket haben die dann gesagt, machen wir auch was für Jungs. Und das war dann halt Mighty Max. Ja. Wie bei He-Man. Es gab viele Sachen, die ich gerne haben wollte. Und jetzt habe ich bloß noch zwei, ohne alle Figuren. Und man weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Das ist das Problem bei diesen Teilen dann in der Regel, dass die sind so klein, die sind so leicht, die gehen so leicht verloren, dass man dann irgendwann da sitzt, darüber reden möchte oder stellt man fest, wo ist denn das Zeug abgeblieben? Und vielleicht gammelt das noch irgendwo in der hinteren Ecke von Spinnweben umzingelt herum. Aber momentan finde ich es nicht wieder. Da ist übrigens Schneemann im Hintergrund. Ja, wir werden auch noch andere Sachen gelagert als meine Überbleibsel aus der Jugend oder Kindheit. Ja, Skull Dragon. Ja, Wolfship 7 hatte ich mal. Keine Ahnung, wo das Ding abgeblieben ist. Sollte man meinen, das findet man eher als so eine kleine Figur dann, aber... verschollen. Naja. Aber ich erinnere mich mit Wohlwollen daran, weil ich habe... Am meisten erinnere ich mich eigentlich daran, dass ich hier dann mir die Bilder angeguckt habe von den anderen Köpfen und dann immer gedacht habe, den möchte ich haben, den möchte ich haben. Ah, die sind der sieht toll aus. Wie gesagt, der Zyklop war einer, Skorpion war einer, den ich auch gerne haben wollte. Und ich glaube, der Drache auch, wegen dem Fantasy-Thema natürlich. Das wollte ich dann auch gerne haben. Ne? Weil, wie gesagt, das hier war zum Beispiel so eine Alien-Welt, Wolfship 7 genauso. Und das war etwas, was ich auch nett fand, aber eigentlich wollte ich eher diese Fantasy-Sachen dann haben. Und Arachnoid war so ähnlich. Ich meine, es gibt so ein Laboratorium in der Spinne, aber es ist eine Riesenspinne. Es ist für mich Fantasy genug. Das ist quasi kranker aus Herr der Ringe aus hier. Aus Skirith Ungol. Ja? Das wäre es noch gewesen. Aber hey, so bleibt die Erinnerung an diese Sets. Ich glaube tatsächlich, meine Schwester hatte nämlich Polly Pocket. Ich glaube, ich habe
letzten Endes mehr mit Polly Pocket Figuren gespielt als mit Mighty Max. Weil das war dann so der Aufhänger. Ich glaube, das habe ich erst kennengelernt dann und dann dachte ich, hey, das ist ja Mighty Max, das ist ja mehr was für mich, weil es ja coole Monster. Und das war es auch, aber ich glaube wirklich, ich habe dann mehr mit Polly Pocket gespielt. Ich erinnere mich noch an so eine Lagune, ich glaube, das war eine Muschel. Und ja. Aber ja, so geht's auch. Wa? Es ging auch, es hat auch funktioniert. Ja, so viel zu Mighty Max. Bis dahin. Ja, und He-Man natürlich. Noch mein Nachklapp-Video zu He-Man und den Schlangenmenschen. Red Lore.